Heute zeigen wir euch besondere Weihnachtsplätzchen, denn im Gegensatz zu den üblichen Plätzchen sind diese besonders weich und erinnern stark an Brownies. Dazu sind sie mindestens genauso lecker. Als erstes wird die Schokolade zusammen mit der Butter über einem Wasserbad bei niedriger Hitze geschmolzen. Danach muss diese Mischung kurz abkühlen. Anschließend wird die Schokoladenmasse gut mit dem Zucker, dem Vanillezucker und den Eiern vermengt. Danach wird das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz vermischt und gut mit der Schokoladenmasse verknetet. Ist der Teig gut verknetet, sollte er 10 Minuten im Kühlschrank ruhen. Zum Schluss wird der Teig mit Hilfe eines Teelöffels portioniert, mit den Händen zu Kugeln geformt und in den Puderzucker gewälzt. Die Teigkugeln werden danach mit etwas Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt und anschließend bei 170 Grad 8 bis 10 Minuten gebacken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbacken.